Hallöchen. Ja, jetzt komme ich nochmal wieder zu diesem Teil hier mit dem Gleichrichter und dem IGBT. Der IGBT, ich weiß ja gar nicht, ob der jetzt noch heil war oder nicht, aber ich habe schon jetzt endlich nach etwas längerem Ersatz erhalten. Den anderen muss ich erstmal auspacken, den habe ich noch gar nicht ausgepackt. Da ist noch ein Kärtchen bei. Und da. Bei Q-Sale, keine Ahnung, und dann steht da ihr Webshop für Bauelemente, Kurzwand, Wolle. Das hier ist jetzt aber nicht genau der exakt gleiche wie der hier. Aber er passt von den Abmaßen, passt er auf alle Fälle. Und zwar ist das hier ein D20XB80 und das hier ist ein. Ja, das steht hier LT208 und dann GBJ2510. Und der hier kann ja 20 Ampere aushalten, dieser Gleichrichter. Ich habe den nur bei Mauser gefunden, für teuer Geld, für 8 Euro. Da habe ich gesagt, nee. Mauser kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, habe ich noch nie bestellt. Genauso wie den IGBT, den gibt es auch nur bei Mauser. Und dann habe ich jetzt einen gefunden, der hat 25 Ampere. Ich habe ins Datenblatt geguckt, also im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur 25 Ampere, die den Unterschied macht. Ist vom Gleich, Plus, Wechsel, Wechsel, Minus ist hier auch auf dem Ding drauf. Gleiche Abmessung, gleiches Bohrloch, passt alles. Nämlich extra geguckt. Der macht 25 Ampere. Den habe ich bei Amazon bestellt für knapp 3 Euro. Ist okay. Der IGBT, das ist der gleiche wie der hier. Aber ob das jetzt ein echter ist oder nicht, das kann ich nicht sagen, weil den habe ich auch über Amazon bestellt für 3 Euro. Der kam aber aus Schenna. Mit den neuen Zollgesetzen Gedönse habe ich jetzt keine Probleme gehabt. Da war nichts. Da brauchte ich jetzt nichts irgendwie bezahlen. Nichts, keine Nachricht, nichts, dass da noch irgendwas wäre. Jetzt muss ich bloß noch mal wie hier. Ich werde aber, glaube ich, auf alle drei Beinchen Schrumpfschlauch drauf machen. So wie hier genauso bei dem. Wie muss ich den denn überhaupt biegen? Ich habe den ja jetzt abgelötet. Ja, also direkt hier hinten an den Dings Beinchen biegen. Der hier müsste dann genau dasselbe sein, weil ja, es ist genau dasselbe da auch. Werde ich mal versuchen, werde ich mal machen. Hier ist zwar noch Gatsche drauf, aber die werde ich runter machen. Ich mache da neue Gatsche dran. Wenn ich mal jetzt hier drauf töten. Mit der Sicherung muss ich mal gucken, was steht hier. Ich weiß jetzt gar nicht. Fuse. C16. Ich schätze mal bei der Sicherung. Also 10 Ampere müsste sie Minimum haben.
Ich werde sie einfach mal überbrücken. Ich habe nämlich jetzt keine besorgt dafür. Ich werde sie mal einfach überbrücken mit dem Draht. Ja, ich weiß, soll man nicht machen. Kabel muss ich mal gucken, was ich da nehme, weil das ist hier auch rausgerissen. Schrauben. Ich habe schon mal geguckt. Ich habe keine Schrauben. Ich habe zwar hier noch irgendwo überall mal von irgendwas solche Schrauben übrig, aber ob die alle passen, weiß ich nicht. Ich verlinke mal unten im Video ein Schraubenset. Vielleicht sponsort mir das einer. Ich kann mir das zurzeit nicht leisten. Ist diesen Monat relativ schwer, dass ich die Dinger hier noch bestellt habe. Ja, ist okay, das passt. Das andere hatte ich ja auch noch dazu. Es ist aber irgendwas schief gelaufen diesen Monat und ich kann jetzt keine Sicherung kaufen. Ich kann kein Kabel kaufen. Ich hätte gerne noch ein Kabel gekauft in 1 Quadrat oder 1,5 Quadrat. Die andere, die ich habe, die noch funktioniert, da ist auch nur 0,75 drin. Ich möchte hier aber ungern 0,75er Leitung ranhängen. Ich möchte auch nicht gerne meine Kaltgerätekabel alle kaputt machen, weil davon würde ich dann eins nehmen. Aber zum Testen würde ich einfach irgendein anderes Kabel nehmen, was erstmal irgendwie geht. Vielleicht ist ja einer so nett und sponsert mir dieses Schrauben-Dingen-Set-Ding da. Ich verlinke das mal unten mit rein. Ist bei Amazon. Ich glaube, kostet 8, 9 Euro. Weiß ich jetzt gar nicht. Wäre nett, wenn ihr das mir sponsern könntet. Weil Kabel und Sicherung, wie gesagt, das könnte ich vielleicht noch anders hinkriegen. Da habe ich bestimmt hier noch irgendwo Sicherungen, die ich da reinlöten kann. Und wenn es eine Kfz-Sicherung ist mit 10 Ampere, ist das scheißegal. Hauptsache, das ist da eine drin. Oder 15 Ampere. Ich denke mal 15 Ampere oder 16 Ampere oder irgendwas werde ich da schon finden. Aber zum Testen muss es einfach mal gehen, dass ich einmal kurz überbrücke. Und irgendein Kabel anschließe und teste. Direkt zusammenbauen, ja, würde ich es gerne, aber kann ich nicht. Ich habe die Schrauben nicht mehr. Ich habe geguckt. Ich weiß nicht, wo die Schrauben hin sind. Gut, ich habe das Ding auch vor 2, 3 Jahren auseinandergenommen. Aber ich weiß, ich habe nicht das Kabel abgerissen, dass ich die Sicherung weggeschnitten habe. Kann ich mich auch nicht daran erinnern. Aber gut, ich werde das jetzt erstmal fertig machen. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo ist schon wieder die Kiste hin? Immer dasselbe. Da ist sie nicht. Die Schrumpfschlauchkiste. Ach, Mann, oh. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich suche mal kurz die Kiste. So, jetzt habe ich den und den soweit fertig. Jetzt werde ich den mal biegen. Dazu nehme ich mal eine Pinzette. Wie rum muss ich sie denn biegen? Nach vorne. Hätte ich auch vorher machen können. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so. Einmal und der war genauso und der auch noch oben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich hoffe, das klappt so. Also beim IGBT, ich habe wirklich geguckt, dass ich den gleichen kriege. Ich meine, der war ja noch heil, ne? Abschrauben, wo habe ich denn? Auch mal die Gatsche abmachen und einfach noch mal ohne Gatsche draufschrauben. Und dann mal gucken, war da nur eine? Ob ich das so angelötet bekomme. Thank you.
Aber das klappt ganz gut, die Gatsche wegzukriegen. Und zwar mit Babyfeuchttüchern. Da habe ich auch schon den Bitbastelei einen Tipp gegeben für diese zu teer gewordenen Gummiriemen aus Kassetten und sonst wie Playern. Damit geht das hier auch. Das geht wunderbar mit dem Zeug. Nicht hundertprozentig, aber ziemlich, ziemlich gut, dass dieses Gatsche-Zeug wegkommt. Ob das nun Teer ist oder wie auch immer das war. Wie war das hier? Das war der Kleine. Ja, da und da. Der müsste dann so rum rein. Die Schrauben habe ich mir aufgehoben. Also die habe ich extra beiseite gelegt. So, muss ja nicht komplett fest sein, aber und der müsste auch so, schätze ich mal. Einfach nur mal so. Die Schraube runter. Aber die anderen Schrauben habe ich nicht aufgehoben. Ja, weil ich mir gedacht habe, ich repariere mir das sowieso nicht mehr. Jetzt muss ich bloß noch den beim IGBT hier. Dings. Wo sind die Löcher? Ja. Es ist dran. So. Den Kühlkörper wieder anschrauben. Immer scharf. Mach mal. Da ist ja dieses komische Lightpad und da ist ja noch ein 10 oder ein 100K NTC zwischen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass ich das so toll dagegen presse. Aber na gut. Dann werde ich beim Löten runterhalten müssen. Sitzt irgendwie auch schief oder was? Naja, ich werde es anlöten und werde hier runterdrücken müssen. Es ist nur die eine Schraube. Ja. Und dann werde ich das ja, werde ich mal fertig machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das angelötet. Dann muss ich ja wieder abschrauben. Da werde ich noch mal mit dem Klingelmeister durchklingeln. Das würde dann so aussehen. So.
das so gut ist, ja, naja, gut, das macht nichts. Aber mal einmal mit der Klingel gucken. Weil ich habe ja gehabt. Bei dem hier, von dem Plus zu dem Durchgang und zu dem nicht. Das ist ein Wechselspannung, noch ein Wechselspannung. Und das ist Minus. Da auch nicht, aber zu dem. Und vom Minus zu dem Wechselspannungsanschluss, aber nicht zu den anderen. So. Jetzt von dem zu dem nix. Zu dem nix. Zu dem nix. Auch nix. Auch nix. Auch nix. Ja, das war ich. Da ist nix. Da ist nix. Da ist auch nix. War das hier bei dem auch so? Ich weiß jetzt nicht, ob der heil war oder nicht. Ne, der hat einen Durchgang. Der hat auch einen Durchgang. Also der ist doch hinüber. Gut. So, dann Gatsche. Gatsche habe ich hier. So. So. Gatsche ist drauf. Dann den Kühlkörper. Der ist aber irgendwie total dreckig. Und ich habe auch schon eine Vermutung, warum das gefehlt ist. Werde ich euch nachher zeigen. Ja, jetzt fängt er oben wieder an, Staub zu saugen. Oder was er da auch immer wieder macht. Ja, Staubsaugen. Ja, na gut. Das ist auch nur der Aufpasser für den Wuffi da oben. Der Wuffi macht auch ziemlich laut in den letzten Tage. Aber jetzt macht er wieder Staubsaugen. Seine Lieblingsbeschäftigung. Das macht er mehrmals am Tag. So, und den, bevor ich das komplett festschraube. Gatsche ist ein bisschen rausgedrückt, das ist gut, liegt gut dran. Wunderbar. So, dann war angeschlossen hier an Out 1 und 2. Die da. Aber auch nicht mehr so schnieke aus. Wo ist er denn? Oh, Pinsel. Ist ja ein Induktionsherd. Und da sind so Ferritstäbe oder was drin. So, ich weiß nicht, wie das.
angeschlossen war. Die liegt nachher so. Naja. Knick. Ich glaube, das ist, spielt jetzt keine Rolle, wie rum an Out da dran hängt. Der. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der. Ups. Ja, ich bin am Mikrofon dran. Der dazwischen war. Ja, ich mach den da so. Ich mach ihn da mal so ran. Ja, ihr könnt jetzt nicht so viel sehen. So. Das gehört so. Dann brauche ich das andere davon. Das muss ich aber erstmal sauber machen. Ja, Krabbel, Blabla, Spinne, hau ab. Ich mache mit dem Pinsel ein bisschen sauber. Ich mache das auch gleich weiterhin sauber. Bäh. Müsst ihr verzeihen, aber das ist nicht ganz sauber jetzt. Die eine Hälfte. Mache ich nachher gleich sauber. Hier ist auch noch, ich glaube, ist noch mal eine Sicherung oder was ist das? Weiß ich nicht. Und noch mal ein NTC oder NT, was weiß ich was. Da kommt auch noch rein. Und ja, das lacht schon lange rum. Ich weiß jetzt gar nicht, was das alles für ein Zeugs ist. Ich muss das mal wegmachen. Die andere Hälfte, da ist der Lüfter. Und ich glaube, deswegen ist der gefehlt. Nicht drauf aufgepasst. Bei dem anderen Ding passe ich nämlich auf, dass der nicht so versaut ist. Aber das Ding mache ich erstmal sauber. Erstmal klebt das Ding vor Fett. Ist ja zum Kochen gedacht. Wenn das denn klappt hier, ist ja nur Plastik. Am besten ist eigentlich Heißwasser. Ja, bauen wir die Elektronik raus und dann unter Heißwasser. Ist einfacher. Also brauche ich mal den Schraubendreher. Wo habe ich den dann hingeschmissen? Nehme ich mal den Lüfter raus. Ihr seht jetzt nicht viel. Ich habe hier nicht so viel Platz auf dem Tisch für das große Teil. Was da dazwischen ist. Komm her hier. So, das ist der Lüfter. Was steht denn da überhaupt drauf? 18 Volt DC. Da kann ich nicht mal einen 12 Volt reinsetzen, falls der fehlt. Also. Ach, geh mal weg da. So, noch eine Schraube. Noch eine Schraube. Noch eine Schraube. Also Mikrocontroller habe ich jetzt noch nicht gesehen. Der wird wahrscheinlich hier mit drauf sein. Da sind noch zwei Schrauben. Jo, denke ich mal. Das hier ist das Bedienpanel über Touch. Induktion oder wie auch, naja, Kapazität irgendwie. Mit Federn, ne? Die sind ein bisschen gerostet. Und da scheint ein Mikrocontroller drauf zu sein oder was? Ja, Lüfterdreck. Was ist denn das? H-I-G-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 H-I-
GHWAYDRV8 8511J0. Ist das jetzt der Mikrocontroller? Der nimmt. Das ist ein LED-Treiber, ne? Hier ist doch auch keiner drauf. Doch, da ist auch noch einer. Da ist auch noch ein Käfer. Was ist das? Das ist auch so ein HIG, wie auch immer. Ja, wie auch immer die das machen. Naja gut, ist ja auch nur ein ganz simples Programm da drauf. Ist ja nur on-off, Timer und Leistung. Die Leistung wird aber über Timing gemacht, nicht direkt PWM. Er wird immer nur kurz eingeschalten, wieder aus, wieder ein, wieder aus. Und das ist dann so irgendwie die Leistung. So, aber ich werde mal das Ding hier mit heißem Wasser sauber machen. Das sehen wir uns nachher gleich wieder. Das ist für euch ein kleiner Moment, für mich ein bisschen länger. Also, bis nachher gleich. So, bin wieder da. Jetzt habe ich das sauber gemacht, soweit ich konnte. Also, hundertprozentig wird das eh nichts. Aber da ist was passiert. Man sieht schon. Dieser Kleber oder was das ist. Das ist die Platte dazu. Der hat nicht mehr ganz gehalten. Ist auf einmal runtergekommen. Das ist noch nicht normal. Was ist das? Ist das jetzt Silikon oder ist das so ein spezieller Scheibenkleber wie beim Auto? Ich kann mir mal gucken bei Amazon, ob es da irgendwie so einen speziellen Kleber gibt. Den verlinke ich dann auch. Vielleicht seid ihr ja auch so nett und sponsort den. Ich weiß es nicht. Ansonsten habe ich hier noch Acryl irgendwo rumstehen, rumliegen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hin ist. Irgendwie so ein Acrylzeugs, ein Weiß. Ob ich das nehme oder was? Ja, die hat schon gelitten, da sind lauter Kratzer drauf, aber das macht bei der nicht viel aus. Ja, Vorsicht, heiße Oberfläche, das ist nur vom Topf her. Die wird nicht direkt heiß, also das fängt nicht an zu glühen, das ist nur der Topf, der heiß wird und natürlich wird dann auch die Oberfläche heiß. So. Rückseite ist das und da steht jetzt Quick. 220 bis 240 Volt, 50 Hertz, 2000 Watt, 9 Ampere. Also 0,75er Kabel kann ich benutzen, ist mir aber nicht sicher genug. Ein Quadrat wäre mir lieber. TÜV GS CE, das ist 15. 9.3.15. Oder 3.9.15, wie auch immer. Schlangenhofer Weg, Seefeld, Hans-Ulrich Petermann GmbH. Ja. Zumindest scheint es was aus deutscher Produktion zu sein, beziehungsweise deutsch-chinesisch, keine Ahnung. 15, dann sind das 5, 6 Jahre, ja. Also die hat gut 3, 3,5 Jahre, hat die gut durchgehalten und dann hatte ich damit das Problem, dass das eben durchgeknallt ist. Und ich denke mal, das liegt hier, ja, tote Spinne, an dem Lüfter, dass der zu war, dass der nicht mehr genug gekühlt hat. Weil der IGBT braucht Kühlung auf alle Fälle und das Zeug, das klebt. Ich versuche das jetzt mal hier sauber zu machen mit den Feuchttüchern. Aber wenn der nicht mehr genug Luft bringt und der IGBT nicht mehr genug gekühlt wird, ich schätze mal, der IGBT ist als erstes kaputt gegangen und hat dadurch den Gleichrichter mitgerissen. War es schon eigenartig, dass es nur zu einer Diodenstrecke hin Durchgang hat, aber nicht zur anderen. Ich schätze mal, das war der IGBT, der gefehlt hat, also den Fehler gemacht hat. So, hier. Ja. Machen wir ein bisschen sauber. Ich werde das jetzt gleich mal zusammenstöpseln, zusammenschrauben, soweit es geht.
mal einen Testlauf machen, aber nur wirklich einen Testlauf. Wie gesagt, mir fehlen die Schrauben, die ganzen Schrauben. Ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Normalerweise packe ich das wieder zusammen. Dass das eben nicht alles wegkommt. Aber warum ich das bei dem Ding nicht gemacht habe, das frage ich mich jetzt auch. Ich packe das eigentlich immer so zusammen, wieder zusammen, dass das wieder, wenn ich denn doch mal die Ambition habe, es zu reparieren, dann noch reparieren kann. Und jetzt hatte ich ja die Ambition, das zu reparieren. Damit ich es reparieren kann, habe ich dann eigentlich das alles aufgehoben. So, ja, ihr seht das jetzt nicht, aber schraube ich jetzt gerade hier das Ding wieder rein, das Bedienpanel-Dingens. Scheibe sich aber abgelöst hat, das ist jetzt natürlich irgendwo, ja, das verwundert mich jetzt wirklich extrem, dass die abgegangen ist. Na gut, bloß wieder draufkleben. Allerdings, womit? Wie gesagt, ich gucke noch mal bei Dings, ob ich da was finde. Oder ihr habt einen Vorschlag. Und wie auch immer, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass ihr da einen Vorschlag habt, womit ich das kleben kann. Das wird jetzt nicht brüllend heiß. Also, da muss nicht so hitzebeständig sein. So, die Platine, die müsste ich eigentlich hier auch reinschrauben. Wie war die denn jetzt hier drinnen? Achso. Ist natürlich blöd, wenn die Beinchen noch so lang sind. Das natürlich nicht. Die müssen wir raus. So, dann war das hier. Ja. So da drin. Oder auch nicht. Doch, eigentlich müsste das doch so da drin gewesen sein. Das Loch da hinten passt nicht. Was, wie, wo, wer macht jetzt da Probleme? Ich habe die Beinchen abgeschnitten. Die können es nicht mehr sein. Naja, aber das war hier jetzt irgendwie so drinne. Da ist ein Loch, da ist ein Loch. Ja, jetzt passt das so. Da, da, da und da oben wäre auch noch. Ne? Also, da wären Anschrauben da. Und hier hinten noch eins und da unten noch eins. Ich glaube, da oben war auch noch eine, ja. Dann war der hier. Das war hier so drauf, genau. Da war noch dieser komische Sensor-Dingens. Wo habe ich den jetzt da? Der war... Testen jetzt reichen. Ups. Da war hier so
eingesteckt. Ich glaube so oder höher. Nee, der war höher. Dann war der so. So war der. Da muss ich mal gucken. Wo war hier was? Das scheint der zu sein. Das scheint der zu sein. Da scheint die Diode. T-Man. Das ist eine Diode und das ist doch eine Temperatursicherung. So, und das ist die Temperatursicherung, dann wird die höchstwahrscheinlich da sitzen und der wird da sitzen. Jo, schätze ich mal so. Also, kann ich ja nochmal sagen, ne? Also, das hier ist eine Diode. Und das ist doch eine Temperatursicherung, oder bin ich jetzt doof? Also, das ist noch eine Temperatursicherung. Und das ist eine Diode. So, und wenn ich jetzt... hier gucke. Ich gucke mal, ob ich das hier so beiseite kriege. Da auf dem Punkt. Ich versuche mal drauf zu zoomen. Da steht doch Sicherung, Diode. Da mache ich da die Diode hin. Und hier hinten. Der blaue, da steht T-Mann. T, denke ich mal, ist Temperatur. Was auch immer. Würde ich mal so sagen. Die haben nämlich beide zwei gleiche Anschlüsse. Obwohl, das kann ich ja noch austesten. Da steht ja... Nee. Da steht nicht Diode. Das sollte eine Diode bestückt werden. Da wäre eine Diode bestückt. Ja. Also nach Plan, also nach dem Leiterbahnaufbau, muss ich hier diesen Temperatursensor reinsetzen und hier die Diode. Weil wenn ich da keine Brücke drin habe, geht hier nämlich keine Spannung durch. Das wird nämlich noch eine extra Sicherung sein, wenn das Ding nämlich überhitzt, dass das nämlich gekillt wird. Der hat nämlich eine Topferkennung und einen Überhitzungsschutz. Was anderes kann ich mir jetzt nicht denken. Ja, am liebsten wäre mir jetzt da noch eine Sicherung zwischen und dann Strom ran. Aber wie mache ich das? Das ist blöd. Mache ich das? Sicherung. Wo habe ich die Sicherung und den Sicherungshalter gelassen? Das war so eine schöne kleine Dose.
Ich suche mir mal was raus und dann werden wir uns wiedersehen. So, ich habe jetzt mal ein Kabel geopfert. Ist egal. Macht nichts. Aber hier, wie man auf Farbe sieht, es ist eine 15 Ampere. Die habe ich da jetzt mit rein. Dazwischen. Die habe ich nochmal mit Stromschlauch extra gemacht. Bei der Sicherung habe ich hier so ein Silberdraht drüber gelötet. Einmal sollte dann auch nochmal als Sicherung dienen. Also ich denke mal, mehr als 20 Ampere sollte dann nicht fließen dürfen. Jetzt kommt der spannende Augenblick, wenn ich es reinstecke und es wird hier duster, dann habe ich was falsch gemacht. Ja, dann geh aus dem Weg. Ich versuche das so zu machen, dass mir das hier jetzt nicht gleich in der Fresse explodiert. Aber ich denke mal, das sollte gehen. Ich stecke rein. Achtung. Es hat Piep gemacht. Sie funktioniert. Okay, das funktioniert schon mal. Ja, der Lüfter hat einen Nachlauf. Gute Frage, nächste Frage. Funktioniert das, wenn ich die Scheibe drauf habe und da mal einen Topf drauf stelle? Ich probiere das einfach mal aus. Da mal irgendwie einen Topf drauf zu stellen. Einfach nur mal so probehalber, ob das hinhaut. Ja, die Scheibe muss ich halt wieder ankleben. So. Power, Timer, Temp, ja. Ich mach mal kurz hier was fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe euch mal vom Ton weggelegt, sonst ist das ein bisschen zu doll. Ihr seht schon, Topf mit ein bisschen Wasser drin. Ich stecke sie noch mal rein. Ich hoffe, das knallt nicht. Ja. Sollte piepen. Irgendwas haut noch nicht hin. Ist das doch verkehrt rum? Diese Diode und den Dings. Das ist jetzt eigenartig. Eigentlich sollte er einen Fehler machen. Ohne Topf. Sollte er Fehler anzeigen. Zweitausend Watt. Macht er nicht. Macht er nicht. Irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig. Ich traue mich jetzt nicht, das umzustecken. Aua! Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Die Scheibe.
Aua. Soll ich das umstecken? Aber das ist ja... Oder schraube ich die andere mal auf später und gucke, wie das angeschlossen ist? Das ist ja dieselbe. Aber im Grunde macht sie das, was sie machen soll. Also sie scheint wohl repariert zu sein. Mit Schrauben, ich werde mal das Set verlinken. Ich glaube, ich habe aber noch Schrauben gefunden, die passen könnten. Ich kann jetzt die andere leider nicht nachgucken, wie das angeschlossen ist. Aber prinzipiell funktioniert sie. Es ist jetzt nur noch hier mit dem Ding, dass da noch irgendwas ist. Schätze ich mal, weil die Topferkennung funktioniert nicht. Komischerweise. Das kann ja nur... An dem Ding hier liegen, irgendwie. Schätze ich mal. Aber prinzipiell funktioniert sie. Gut, also ich brauche noch ein Kabel. Ich brauche dann noch Schrauben, wie gesagt. Ich verlinke es mal. Die Scheibe muss ich ankleben. Und dann wäre das Ding wieder in Anführungsstrichen fertig. Also, funktioniert wieder in Anführungsstrichen. Ich guck mal das mal an, wie das hier mit dem Ding an der anderen angeschlossen ist. Das ist prinzipiell dieselbe. Und dann, habe ich wieder eine zweite. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi!